Hallihallo, Hallöle und ein herzliches Willkommen hier zurück zur Decade Challenge. Ich freue mich sehr. Es geht weiter. Ich bin gerade so im Hype. Ich nehme hier gefühlt eine Folge nach der anderen auf. Also nicht ganz eine nach der anderen, aber jetzt die letzten Tage habe ich immer aufgenommen. Bin ich ganz stolz auf mich, muss ich zugeben. Hier müssen Tiere geputzt werden. Das kann Owen doch gleich machen. Ja, ich habe noch einen Tag ohne euch gespielt. Da ist nicht viel passiert. Da haben wir vor allem einfach Wäsche gewaschen und um den Garten gekümmert. Das Alltägliche halt. Und Owen hat noch einmal einen Gartenverkauf gemacht und Edward hat ein paar Möbel verkauft. Deswegen sind wir jetzt wieder bei 10.000 Simoleons. Ich freue mich sehr. Ansonsten habe ich den Royalty-Mod wieder im Spiel. Ich will mal schauen, wie es funktioniert, wie es klappen wird. Schauen wir uns mal an. Ich bin noch ein bisschen skeptisch. Auf jeden Fall haben wir jetzt auch wieder, also der König ist jetzt offiziell der König. Mal schauen, ob die Sims da irgendwie speziell auf ihn reagieren. Und dann noch ein ganz, ganz großes Dankeschön wieder an all die vielen Kommentare, die ich bekommen habe unter den letzten zwei Videos. Ich freue mich so riesig über all die Kommentare. Das ist richtig toll. Vielen, vielen Dank. Das ist so schön. Ja, mir fehlen die Worte. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drüber. Und einen großen Dank an Nikas Life. Sie hat mir empfohlen, ich soll doch eine Teenie-Gruppe erstellen für Owen und Grace, damit sie mal ein paar Teenies kennenlernen und dann die Anforderung Teenies wählen und mit dem MC füllt sich die Gruppe dann und das hat sie. Wir haben jetzt halt auch die beiden Königskinder in dieser Gruppe, aber egal, wen interessiert. Und ich würde sagen, wir treffen uns heute auf jeden Fall mal. Und was ich vergessen zu sagen habe, ist, in welchem Jahr wir sind. Wir sind im Jahr 1570, ist das zu fassen. Es geht langsam voran. Ich freue mich sehr. Und ja, wir haben... ich bin mir ziemlich sicher, dass Lena nicht schwanger ist. Wir hatten ja noch ein Techtelmechtel in der letzten Folge. Daraus wurde nichts. Das hätte mir schon längstens eine Benachrichtigung gegeben. Ich bin immer noch so ein bisschen unschlüssig, ob sie überhaupt noch ein Kind bekommen sollen. Ich finde, wir haben viele Kinder und die werden dann Familien haben. Und das wird innerkürzester Zeit ein Riesenausmaß haben. Täuschungen mag? Nein, Lena mag keine Täuschung. Ja... Deswegen bin ich immer noch so ein bisschen am Zweifeln. Wir lassen es mal, würde ich vorschlagen. Wir lassen es mal. Und dann, ja, schauen wir einfach mal später. Genau. Wow, ich habe gerade Post holen gedrückt. Das sind, glaube ich, die Geschenke zum Geburtstag der Twinnies, also von Cattleya und Eowyn. Wow, wir werden nicht alles behalten. Also sorry, das verkaufen wir jetzt einfach. Dieses Recht nehme ich mir. Oh mein Gott. Krass. Also zumindest die Spielsachen, die verkaufen wir. Wrapped White Meat 49? Was? Zur Hölle. okay. Wir haben ja auch noch Eier bekommen. Ach, krass, ey. Hä? Weiß ich nicht. Was machen wir jetzt mit all dem Zeugs? Oh, hier müssen wir übrigens noch Tomaten einpflanzen. Das kann Owen gerade mal machen. Und dann gehen wir ein bisschen ins Dorf mit den zwei
ältesten Teenagern. Und schauen uns mal die Gruppe an, die wir jetzt erstellt haben. Yay! Wir sind jetzt hier im Pub und ich würde gerne mal die Versammlung starten. Grace ist offenbar. Ich habe jetzt einfach Teenies of the Town. Ja, ich weiß nicht, wie realistisch das ist, dass jetzt die Königskinder auch dabei sind. Aber egal. Ja, wir kennen die jetzt irgendwie schon, keine Ahnung warum. Aber wir reden mal ein bisschen mit denen. Ich freue mich gerade so wahnsinnig. Und der König ist auch höchstpersönlich hier mit seinen zwei Söhnen. Er ist der. Ja, das war auch komisch. Er hat eigentlich einen älteren Sohn, aber ich kann den nicht als Erben auswählen. Deswegen ist er jetzt der Erbe. Ich hoffe, ich kann das noch irgendwie ändern. Ja, jetzt könnt ihr euch hier mal ein bisschen mit Gleichaltrigen unterhalten. Ist das nicht cool? Herbeirufen. Lenara Graham. Freundlich vorstellen. Also, nee, freundlich. Ja, ich weiß doch auch nicht. Über Interessen reden und euch einfach mal ein bisschen unterhalten. Vielleicht ist ja auch schon seine zukünftige Frau dabei. Ich meine jetzt, wie heißt sie? Lenara hier sieht sehr hübsch aus. Wir können aber natürlich auch für ihn eine erstellen. Das können wir noch entscheiden. Es dauert ja noch ein bisschen. Und sie hat jetzt hier eine Freundin gefunden, mit der sie sich ein bisschen unterhalten kann. Mega. Freue ich mich sehr. Dann haben wir endlich ein paar Freunde. Das ist so schön. Nach Techtelmechtel fragen. Ja, mach das mal. Der Erfolg der Gruppe Teenies of the Town haben wir einzig und allein unserer fabelhaften Gruppenleiterin Grace Torrington zu verdanken. Oh, danke schön. Ja, schaut mal zusammen in die Wolken. Das finde ich eine super Idee. Na, macht ihr das? Oder nicht so unbedingt? Jetzt kommt sie noch in die Unterhaltung mit rein. Ist deine Freundin weggelaufen? Irgendwie schon, ne? Die ist auf und davon. Schauen die beiden jetzt zusammen in die Wolken? Ja. Ah, guckt es euch an. Also ich könnte mir ja schon was vorstellen bei den beiden. Weiß ich nicht. Das wird die Zukunft zeigen, habe ich so das Gefühl. Aber auf jeden Fall schon mal sehr cool. Nein, nicht nach Hause gehen, nicht nach Hause gehen. Sehr cool, dass wir jetzt Freunde haben. Wo sind denn jetzt die anderen hin? Ja, das ist natürlich sehr realistisch hier. Leute, wo ist er? Warum ist er nicht mehr hier? Warum sind die nicht mehr hier? Das ist echt doof. Sie geht jetzt auch. Na toll. Alle gehen. Das ist ja doof. Das verstehe ich nicht ganz. So, der Königssohn ist zurück. Kann ja mal, sie kann sich ja mal mit ihm unterhalten. Verrückten Plan vorschlagen. Da wird er sicher begeistert sein von. Da kann ich mir vorstellen. Weiß ich nicht, ob das so realistisch ist, dass er sich mit ein paar Bauern abgibt. Bin ich noch so ein bisschen am Zweifeln, aber egal. Guten Tag. Ich weiß auch nicht, sein Name ist ein bisschen, der ist, glaube ich, halt vom Spiel. Maurice ist jetzt nicht so, ich glaube, der perfekte Name. Wir zeigen ihm mal Respekt, schließlich ist er der König und dann reden wir einfach mal ein bisschen mit ihm, wenn er denn nicht davon läuft. Das ist also Respekt zeigen. Verstehe. Mit Lenara flirten? Nein. Nein, nein, nein.
Das ist in der Zeit ehrlich gesagt nicht erlaubt. Nach Karriere fragen. Ja, ich bin Königssohn von Beruf und du? Ich bin Bäuerin. Da ist seine Schwester. Ah, und Lenara ist auch wieder da. Oh, sie könnten hier zusammen Dart spielen. Dart spielen mit. Ja. Perfekt. Vielleicht ohne die Prinzessin. Ja, ich weiß nicht, ob ich die wieder aus der Gruppe rausnehmen soll, weil es ist natürlich schon ein bisschen komisch. Ist ein bisschen komisch, das muss man schon zugeben. Kommen sie denn auch alle? Ja, perfekt. Ist natürlich ein bisschen modern, also es ist extra so ein altmodisches, aber dieses Blinken ist ein bisschen modern. Das denken wir uns einfach weg und haben die die gleiche Frisur? Nee, nicht ganz, ne? Ähnlich, aber nicht ganz. Jetzt ist Jeanette an der Reihe. Ja. Jeanette, sagt man das so? Ich weiß es nicht. Huch, da ist er hinter ihr gelandet. Aber ich finde das cool. Endlich haben sie ja ein paar Freunde. Ich finde das super. Aon ist auch endlich mal dran. Grace war jetzt irgendwie schon zweimal dran. Aber cool. Und sie verstehen sich. Das ist so eine lustige Sache. Ich habe noch nie Darts gespielt in Sims, aber mega spannend auf jeden Fall. Und die vier verstehen sich super. Also ich glaube, ich nehme die Königskinder wieder raus, aber ihr könnt mir das ja gerne noch in die Kommentare schreiben, weil das ist schon ein bisschen unrealistisch. Was hat sie böse gesinnt wegen Merkmal Hitzkopf und verfehlt, weil Darts gespielt hat, komplett an der Dartscheibe vorbei. Ja, das ist kann passieren. Die bekommen die ganze Zeit Gruppenpunkte, weil ich hinzugefügt habe, dass sie Dart als Aktivität machen sollen. Wir können da ja noch mehr auswählen. Ich weiß halt nicht, was so passt. Das meiste ist halt ein bisschen zu futuristisch. Man könnte natürlich noch Karten spielen. Was Pappspiele sind, weiß ich auch nicht. Hufeisen werfen, das gibt es sicher auch. Das müssen wir nur irgendwo aufbauen. Ja, weiß ich nicht. Man kann da ganz viel auf jeden Fall machen. Können wir uns ja noch ein bisschen überlegen. Können wir uns denn schon was kaufen? Wir könnten uns noch ein Mitglied freischalten. Das wäre natürlich cool. Und dann können wir beliebt oder berüchtigte Gruppe. Ne, wir wären natürlich eine beliebte Gruppe, selbstverständlich. Aber ich würde sagen, wir gehen langsam mal nach Hause. Oh, und was ich ganz vergessen habe, guckt mal, ich hab's hingekriegt, ein Porträt von Edward und Lena einzufügen. Ich will dann auch noch von den anderen beiden, also von Beatrix und Helena, eins einfügen. Aber ich bin so stolz auf mich, dass ich das hingekriegt habe. Jetzt haben wir ein Porträt der beiden. Ich werde dann auch versuchen, das für zukünftige Paare immer zu machen. Mal schauen, was wird. Aber ja. Das ist auf jeden Fall, das habe ich hinbekommen und ich bin so stolz auf mich. Ich habe die Anleitung von Morbid Gamer befolgt und dann hat das Ganze ziemlich gut geklappt. Es ist gerade so chillig einfach, weil wir haben vier Frauen, die Arbeit erledigen können. Eine putzt, eine kocht, eine macht die Wäsche. Ich habe sogar noch Grace auf Nahrungssuche schicken können mit dem Schild hier. Das ist so entspannt. Ist richtig nice. Ich lieb's. Ich lieb's. Okay, Owen hat sich irgendwie erschrocken. Die Bäume haben Augen. Kreisch. Was war das? Knirsch. Owen ist nicht allein. Alles klar. Und jetzt schreit er seine Schwester erstmal an, oder wie? Du machst dir doch auch nur Angst, meine Güte, das fand sie gerade gar nicht cool. Ja gut, interessant.
Ich musste übrigens auch zwei Hühner verkaufen, fällt mir gerade ein, weil die Senioren wurden. Wie viele Hühner haben wir denn jetzt noch? Du siehst ganz normal aus, ja. Wir haben zwei Hähne und zwei Hühner. Ich glaube, wir kaufen mal noch eine braune Henne. Dann haben wir mal wieder ein bisschen Abwechslung in den Farben. Und wir nennen dich. Nana. Keine Ahnung warum. Jetzt haben wir Hansi, Nana und das Küken hat das schon einen Namen. Ida, genau. Kiki, Kükina und Frederik. Finde ich gut. Grace, was ist dir denn passiert? Ja, ich sehe, du stinkst. Aber warum? Die Arme. Ist irgendwas passiert? Weiß ich nicht. Hier ist wieder ein Klo kaputt. Das war doch schon mal kaputt. Also diese Toilette spinnt, die ist jetzt einfach komplett kaputt. Ich habe sie jetzt schon mehrmals repariert, aber sie will nicht mehr. Dann nehmen wir einfach eine neue Toilette, weil das ist mir jetzt zu doof. So, dann kann man hier auch wieder aufs Klo gehen, hoffe ich zumindest. Weil, also, ja, ich habe die jetzt mehrmals auch ersetzt und es hat halt nicht geholfen. Also, lassen wir. Edward hat einfach Gitarrenlevel 5? Wann hat er das denn gemacht? Also, ehrlich jetzt. Ich habe den noch nie praktisch spielen sehen. Das ist ja krass. Wahnsinn. Na gut. Heute gibt es mal wieder ein bisschen was Spezielleres, nämlich ein Brötcheneintopf. Finde ich auch cool. Grace hat nämlich zuerst ein bisschen Brot gebacken. Übrigens habe ich gesehen, ich finde das voll krass. Sie hat Kochen schon auf 10. Das ist. Bitte was? Auf 10? Sie ist gerade mal Teenager. Und so viel habe ich sie gar nicht kochen lassen. Aber sie, ja, sie ist schon auf 10. Das ist echt krass. Wer bist du hier? Hallo? Was wollt ihr hier? Geh weg. Was zur Hölle? Heute tauchen ständig irgendwelche Sims einfach so ganz random auf. Und ich habe keine Ahnung, warum. Es ist mega weird. Wie könnten die Teens eigentlich hierher einladen zu uns, wenn die kommen? Das mit den Gruppen funktioniert ja nicht immer. Bei mir zumindest. Ja, Lenara ist hier. Ich freue mich sehr. Können wir uns ein bisschen unterhalten mit ihr? Tratschen. Tratscht mal, das ist doch was. Sie geht sofort zu Owen, kann das sein? Ah, das ist süß. Okay, krass. Hallo. Alle kommen gerade direkt zu Owen. Sie ist in Owen verliebt, habt ihr das gesehen? Sie ist in Owen verliebt. Deswegen ist sie auch gleich zu ihm gekommen. Das ist so süß. Ah, ich weiß ja nicht. Vielleicht wird das ja was mit den beiden. Sie ist verliebt, das ist so süß. Oh, sie scheint nicht so begeistert zu sein. Sie regt sich wahrscheinlich drüber auf, hier bei Bauern rumzuhängen. Die nur so, oh, was will ich hier? Was soll ich hier? Ah, wie cool, sie ist verliebt. Aber er nicht, oder doch? Nee, also sie hat eine Schwärmerei. Lenara ist total verschossen in Owen. Ah, krass. Okay. Aber er hat nix soweit. Naja, macht ja nix. Er soll sich jetzt noch ein bisschen mit Lenara unterhalten, aber sie läuft mir die ganze Zeit davon. Das ist ein bisschen doof. Erzähl ihr mal eine fesselnde Geschichte. Leute.
Ich habe, glaube ich, gerade gesehen, dass er jetzt auch eine Schwärmerei hat. Ja, er ist jetzt in Dinara verschossen. Ach, krass. Okay, Grace Geburtstag naht. Tatsache. Ich schaue gerade mal auf dem. Oh mein Gott, sie wird bald einfach Erwachsene und wird heiraten und ausziehen. Oh mein Gott, ich weiß ja nicht. Ich will nicht. Unsere Grace. Oh mein Gott. Ah, cool, sollen wir mal flirten? Ich meine, wenn beide ineinander verschossen sind, dann sollte das ja was heißen. Ich weiß ja nicht. Na? Was meinst du, Lenara? Lenara, oder? Lenara. Ich weiß auch nicht, ob das so ein alter Name ist. Keine Ahnung. Aber sie haben eine Lebensleiste. Oh mein Gott. Gestehen, verknallt zu sein. Probier das mal. Probier das mal, bitte. Reagiert sie da irgendwie drauf? Also, ja, ich auch, oder? Ich weiß doch auch nicht. Nicht wirklich, aber cute. Er hat seine erste Schwärmerei. Oh mein Gott, das ist voll cool. Die kann schon den ersten Kuss erleben? Nein, 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 wir wollen nicht übertreiben. Wir wollen wirklich nicht übertreiben. Aber ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von ihr haltet. Oder ob wir ihm dann später eine Frau erstellen werden. Aber ich meine, wo die Liebe hinfällt. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, bin ich sehr gespannt. Und vielleicht habt ihr auch einen besseren Namen. Weil ich mir wirklich nicht sicher bin, ob Lenara so passt für die Zeit. Vielleicht wisst ihr das ja. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr von den beiden haltet. Ich würde aber an dieser Stelle die Folge dann auch erstmal wieder beenden. Ich glaube, sie ist lange genug. Ja, ich fand's toll, mal mit den Teenagern ein bisschen was unternehmen. Fand ich mega cool. Und Owen hat dabei auch noch seine erste Liebe getroffen. Wie gesagt, ihr entscheidet, ob sie die zukünftige wird oder nicht, ob wir da jemanden erstellen oder wie wir das machen. Das bleibt euch überlassen. Da habe ich immer, freue ich mich sehr über eure Meinung und auch generell, ob wir die Königskinder wieder aus der Gruppe rausschmeißen sollen oder ob wir die halt jetzt drin lassen. Auch da könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Also ich bedanke mich wieder ganz, ganz herzlich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüssi!